Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen in einer neuen Folge von Minecraft. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen Quarz abgebaut und damit machen wir heute noch ein bisschen weiter. Aber keine Sorge, wir machen nicht lange weiter. Ich habe auch gar keine Lust mehr, hier lange Zeit zu verbringen. Wir bauen jetzt einfach noch ein bisschen was hier ab, das beispielsweise hier an der Decke. Das klappt ja eigentlich ganz gut hier und dann hat sich die Geschichte. Machen wir das alles noch weg. Das hier ist natürlich gerade ein schönes Vorkommen. Das dürfte uns um einiges weiterbringen. War es das hier? Nee, hier ist noch einer. Okay, dann wieder runter. Ich meine gehört zu haben, dass hier unten einer verbrannt ist in dem See. Aber gut, passiert. Wie viel haben wir denn jetzt? Okay, das ist nicht so viel, aber besser als nichts. 19 Stufen. Ach, ich bin mit dem ganzen Eisen hier reingegangen. Das war sehr, sehr schlau von mir. Wenn wir wenigstens eine Crafting Bench dabei hätten, um zu schauen, wie viele Stufen wir dafür bekommen. So. Ich muss schauen, dass ich mich jetzt irgendwie zurückbewege dann bald. Ich möchte eigentlich ungern Quarz von Momos Festung abbauen. Aber ich sehe mich halt echt genötigt, das bald zu machen, wenn es so weitergeht. Wobei, so viele Stufen brauchen wir eigentlich nicht. Und vielleicht würde das schon ausreichen, was wir jetzt haben. Ist ganz, ganz schwierig. Gut, wir gehen jetzt mal hier runter. Wenn wir schon hier sind, wir nehmen jetzt mal ein paar Pilze mit. Die saugt er auf. Okay, da haben wir also welche im Inventar. Weil wenn wir schon hier sind, dann können wir wenigstens ein bisschen Pilzsuppe noch machen. Beim nächsten Mal. Die nimmt er nicht mit, oder? Genau, die nimmt er nicht mit. Was schmeißen wir denn stattdessen weg? Das hier. Das schmeißen wir weg. Okay. Dass wir ein bisschen Pilze dabei haben. Weil wenn wir schon mal hier so viele Pilze finden, dann können wir die auch mitnehmen. Ah, hier ist die Festung. Okay. Gut. Dann schauen wir jetzt. Oh, Moment. Hier gehen wir mal runter. Wir stürzen uns runter, weil es eh nicht so schlimm jetzt hier ist. Hier ist Soul Sand und Kies. Und jede Menge Pilze. Sieht mir aber sehr... Ah, hier vorne. Da haben wir noch was an der Decke. Das holen wir noch und dann ist Schluss. Dann ist Schluss. Dann müssen wir den Weg noch zurückfinden. Wir haben nämlich keine Minimap an. Das ist das Problem. Und ich habe halt da ein bisschen Sorge, dass ich deswegen nicht zurückfinde. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen. Ich hoffe es. So, aber ich wiederhole mich mal wieder. So, weg mit dem Gedöns. Weg mit dem Gedöns. Weg mit dem Gedöns. Wenn diese Folge kommt, ist dann eigentlich mein Stream schon. Ich musste jetzt ein paar Folgen auf Vorrat aufnehmen. Ich muss jetzt überlegen. Das müsste jetzt... Okay. Müssen wir mal gucken. Wenn diese eine Folge am Mittwoch kam. So, dann mal Freitag. Sonntag. Ja, da müsste bald der Stream sein. Vielleicht schon in 2 Tagen? Ich weiß es gar nicht. Ich streame ein paar Tage. Ich freue mich so unheimlich drauf, mal wieder zu streamen. Ich habe mich ja für Scribblenauts entschieden. Oder Scribblenauts, wie man es auch aussprechen möchte. Weil ich finde, dass das ein schönes Spiel ist, um es mit der Community zu zocken. Ah, da freue ich mich schon so drauf. Wuhu. So, aber jetzt haben wir doch jede Menge Quarz, oder? So, wehe nicht. 40, das reicht für 29, okay. War hier noch irgendwas, was leicht zu erreichen ist? Eigentlich nicht, oder? Nee. Da vorne vielleicht das an der Decke. Aber dann zurück, jetzt meine mal, ey. Hier ist noch eins am Boden. Schön, dass es mehr wie nur eins ist, Gott sei Dank. Eine unterirdische Ader. Och nee. Habt ihr das gehört? Och Mensch. Ich mag diese Drecksviecher nicht. Die sind ekelhaft und nervig. Und nervig und ekelhaft. Bin ich echt... da wäre auch noch welches im Gang, aber... Ja gut, das im Gang vielleicht noch. Das wäre leichter zu erreichen als das an der Decke. Und vor allem stirbt man nicht so schnell, wenn man in dem Gang steht. Vor allem, wenn es so ein blödes Viech ist. So. Gut. Dann zurück. Das auf der anderen Seite von dem Gang natürlich auch. Aber dann zurück. Ich mag nicht mal. Ich sage immer dann zurück und dann mache ich es doch nicht. Boah, wir haben schon 32 Level nur. Jetzt, wir hatten jetzt nicht so viele Level, als wir gestartet sind in Nether. Und jetzt schon wieder 32. Das ist ein Quarz abbauen, ist echt heftig. So. Hey.
Ich singe schon wieder absichtlich schief. Gut. Okay, nein, ich schaue nicht, ob noch mehr in dem Gang ist. Sonst gehe ich nur noch weiter in den Gang rein. Und wir gehen jetzt am besten dahin, wo es dunkel ist. Dann weiß ich, da kommt die Festung. Da ist jedenfalls ein Abschnitt von der Festung. Das ist schon mal schön. Und da, wo das ganze, die ganze Lava runterkommt, ist meine kleine Momo-Festung. Okay. Gut. Mitnehmen. 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 Brauchen wir alles. Nein! 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 Boah! Boah, mir pocht mein Herz. Mir pocht mein Herz. Es pocht mir gerade und das ohne Scheiß. Es pocht mir gerade bis zum Hals. Nein! Nein! Boah, ich muss mich jetzt erstmal beruhigen. Ich muss mich jetzt erstmal beruhigen. Oh. Oh, nee. Nicht wahr. Mit so viel Eisen im Inventar. Mit Diamantrüstung. Mit Diamantschwert. Oh, nee. Ich kann nicht mehr. Boah. Naja, Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich mag nicht mehr. Das tut doch weh. Oh. Nein. Ich mag nicht mehr. Ey. Das werfe ich jetzt wieder total aus dem Konzept. Ich wusste, dass ich nach dieser Folge eine Pause hätte machen sollen. Ich wusste es. Ja. Ihr dürft mich ruhig auslachen. Dürft ihr ruhig machen. Aber ist hier auch eine Treppe drin. Oh, so schlecht schaut es gar nicht aus, dass hier der Gang runtergeht. Boah, ey. Nee. Nicht wahr, oder? Also, jetzt bin ich gerade echt fertig. Das hat mir jetzt echt einen krassen Adrenalinkick gegeben. Jetzt mag ich nimmer. Jetzt wird's mir gerade echt zu blöd. Tut mir leid, aber nee. Oh, ein Barren, wie gnädig. Oh Mann, ey. Komm, so viel Eisen. Das ganze Eisen, das ich mit Xardos gesammelt habe, ist weg. Immerhin, wir haben noch 3 Diamanten. Auf Diamanten habe ich jetzt gerade ehrlich gesagt aber auch keinen Bock. Nee, ganz ehrlich, da habe ich jetzt auch gerade gar keinen Bock dazu. Nee! Wir müssen Holz farmen gehen. Dann haben wir ja wenigstens mal was Gemütliches zu tun. Holz farmen gehen. Oh Mann, ich... Boah. Okay, ganz ruhig, Julchen. Wir nehmen uns jetzt eine Spitzhacke. Nehmen uns jetzt eine Axt. Wir nehmen uns ein Schwert. Und, Moment, packen das wieder raus. Dann, na, machen wir so für ein Hemd, für eine Hose, für einen Helm und für die Schuhe. So. Ja, ist ja super. Ist ja optimal. Das ist optimal. Letztens wurde mir noch gesagt, ich solle aufpassen, weil meine Rüstung fast im Arsch ist und jetzt das. Das ist klasse. Gut, dann brauchen wir jetzt was zu essen. Nee, ey. Ja gut, haben wir jetzt auch nicht unbedingt viel. Mhm. Aber wir haben hier unten, meine ich, noch Essen drin gehabt in der Kiste, oder? Das ist mit Sicherheit die Rache der Dorfbewohner, weil ich sie eingesperrt habe. Du kannst um Nacht schlafen. Ich wollte nicht schlafen, ich wollte essen. Bah! Okay. Was machen wir jetzt? Ich habe jetzt gerade keine Lust, hier weiterzubauen. Nee. Ich hole jetzt ein bisschen Holz zum Beruhigen. Zum Beruhigen ein bisschen Holz. Was brauchen wir denn alles? Ich würde sagen, von jedem Holz ein bisschen was.
Das heißt, wir nehmen hier ein bisschen was von dem normalen dunklen Holz mit. Dann werden wir ein bisschen was von den Birken nehmen und so weiter. Ich mag keinen Mammutbaum. Oh, wie mies ist das denn? Dass mir aber sowas auch immer wieder passiert. Ja, ich habe dreimal auf Holz geklopft, das ist aber schön. Ja, es gibt ja jetzt auch jede Menge Erfolge, ne? Da haben wir uns ja eigentlich noch gar nicht angeschaut. Da wird jetzt ja mit Sicherheit ein neuer Erfolgsbaum da sein, oder? Müssen wir mal gucken. Statistiken. Ach, das will ich gar nicht haben. Kreaturen, du hast 19 Creeper getötet. Seitdem wir neu aufgesetzt haben. Das ist ja schön. Dorfbewohner, steht da auch drin? Gegenstände. Oh, wow. Alles, was wir bisher gecraftet haben, oder? Oder gehabt haben. Blöcke. Da alle Blöcke drin oder nur alles, was wir gesehen haben seitdem? Nee, okay, Pilz? Smaragd? Ich glaube, das ist alles, was wir seitdem gesehen haben. Allgemein. Okay. Dann schau. Ach, hier sind sie auch, die Erfolge. Der Erfolgsbaum ist ja jetzt anders, oder? Es gibt jetzt neue Erfolge. So viele sind es gar nicht. Sag mal, hier benötigt fortgeschrittenes Handwerk. Stelle eine Werkbank aus 4 Holzbrettern her. Das können wir schaffen. Drücke E, um das Inventar, haben wir geschafft. Okay, eine Werkbank sollen wir also herstellen. Das können wir machen. Jetzt wird's Nacht. Ist mir wurscht. Dann sterben wir halt wieder. Pff. 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 Ja, egal. Dann sterbe ich halt. Ich hab da eh keinen Bock mehr. Mäh. Blödes Minecraft. So. Die Werkbank. Wir könnten uns eigentlich auch mal um die ganzen Erfolge kümmern. Können wir in der nächsten Folge machen. Wir schauen mal, was es so an Erfolge gibt. Na, keine Sorge, wir werden nicht die ganze Zeit da hängen und Erfolge machen, aber vielleicht den ein oder anderen Erfolg einheimsen, wäre schon ganz cool. So. Ich werde jetzt hier einfach mal ein bisschen abbauen an Holz. Die restliche Folge lang. Ihr könntet mir ja in der Zwischenzeit, wenn ihr selbst Minecraft-Player seid oder vielleicht auch andere Minecraft-Let's Plays guckt, mal so erzählen, was eure lustigsten Tode waren, die ihr selbst fabriziert habt oder vielleicht auch irgendwo im Let's Play gesehen habt. Das würde mich mal interessieren. Ja, war ja klar. War ja klar. Stirbt doch einfach. Blödes Ding. Wow, wir haben einen Erfahrungspunkt. Einen ganzen Erfahrungspunkt. Schon wieder ein kleiner. Die sind so schnell, die kloppen einen trotzdem. Och, ein Apfel, wie schön. Wenigstens ist hoffentlich mein Pferd noch da. Das ist ein toller deutscher Satz gewesen, aber egal. Ja, Holz brauchen wir halt definitiv noch einiges. Wir könnten uns aber trotzdem mal den nächsten Erfolg anschauen. Falsche sind sie nicht der Erfolge. Was haben wir denn jetzt? Fertige eine Spitzhacke aus Holz. Eine Feldhacke und ein Schwert. Das ist ja dann im Endeffekt so ein bisschen, um Minecraft zu lernen, könnte man sagen. Denn wenn ich jetzt die Werkbank hinstelle, ich mache das jetzt noch mit den Erfolgen, dann lenken wir einfach so von meinem schlechten Erfolgen ab. So, die Holz, geht es mit normalen Holz oder mit Holzbrettern? Ich weiß es gar nicht mehr auswendig. Doch, es geht so. Dann haben wir eine Spitzhacke, dann haben wir eine Axt, und dann machen wir diese Ho. Und ich mache jetzt auch noch ein Schwert, weil ich denke, das ist auch ein Erfolg. Ja, ist es. Okay. Haben wir das hier alles. Dann haben wir diese Erfolge alle. Okay. Einen Ofen aus 8 Pflastersteinen herstellen. Wir haben keine Pflastersteine. Müssen wir Pflastersteine holen. Wir gehen jetzt auf Erfolgsjagd. Es würde mich nämlich schon interessieren, was es da alles für Erfolge gibt. Da, 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 da. Pflastersteine holen. Haben wir 4 Pflastersteine? Nö, war klar. Hallo. Geh weg. Oh, Errungenschaft. Monsterjäger. Ich weiß zwar nicht, was erfüllt sein muss, dass wir diese Errungenschaft bekommen, aber egal. Ich grab mich jetzt hier mal runter. Dann haben wir zwar hier ein hässliches Loch, aber egal. So. Aus Pflasterstein einen Ofen herstellen. Gut. Ich habe schon gesehen, dass wir dann auch eine Spitzhacke herstellen müssen. Ich mache es hier mal weg. Wir können uns ja irgendwas einfallen lassen, ob wir vielleicht sogar hier unten dann irgendwas bauen aus dem Gedöns. So, das hier noch. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Stickies. Nee, ich muss jetzt einfach was anderes machen, weil das hat mir meinen Kreislauf jetzt so hoch gepusht, dass mir das passiert ist. Okay, das bringt nichts. Dann müssen wir doch in die Erfolge schauen. Erfolge.
Schmelze Eisenerz im Ofen. Stelle eine bessere Spitzhacke her. Okay. Zack. Okay, den haben wir. Was haben wir noch? Oh, du meine Güte. Baue eine Feldhacke, das haben wir. Brot, Weizen, Zucker, Milch und Eier. Milch. Wie bekommt man eigentlich Milch? Boah. Wie bekommt man eigentlich in Minecraft Milch? Das habe ich mir eigentlich schon mal gefragt, aber so wirklich wissen tue ich es nicht. Bis heute nicht. Wie bekommt man in Minecraft Milch? Es wird mit Sicherheit nicht so einfach sein. Haben wir Kühe noch? Nee, oder? Kühe haben wir keine. Nur Schafe und höchstens noch ein Schwein, aber das war's. Wir haben da nichts. Wie bekommt man denn Milch? Mit deinem Eimer auf eine Kuh zeigen vielleicht? Das könnten wir noch austesten. Aber finden wir denn nun mit dieser Uhrzeit Kühe? Und wenn ja, wo? Ich denke, da wäre Schlafen eigentlich ganz gut. Milch. Also ich vermute jetzt wirklich mit Eimer auf Kühe. Aber dafür brauche ich mir erstmal einen Eimer. Auch nicht so leicht. Aber wir könnten uns die anderen Erfolge noch kurz angucken. Was haben wir denn hier? Haben wir den Kuchen? Das hier geht, okay. Nachzucht. Okay, das hier. Was ist mit dem? Töte ein Monster, das haben wir schon. Ach, das ist eh schon. Ach, hier geht's noch runter. Jetzt sehe ich, hier ist auch noch was. Diamanten. Das Diamant. Verzaubern. Okay. Coole Sache. Okay, gut. Aber ich muss sagen, ich bin nicht in der Laune, in meinem Dorf zu schlafen. Irgendwie nicht, nein. Wir könnten jetzt in eines unserer tollen Zimmer schlafen. Aber, hört zu backen auf! Ich entschließe mich dann am Ende doch dafür, dass ich mich einfach hier oben schäme. Genau. Kein Bock. Ich bin eingeschnappt von Minecraft. Und sage an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.